Der Eid war immer noch wichtiger als die absolute Unmenschlichkeit. Aber der Selbsthass, der dann da auf andere projiziert wurde, und man musste andere hassen, um mit sich zurande zu kommen, so wie heute auch. Wir wissen doch, wir brauchen Feindbilder. Sobald wir ein Feindbild haben, ob es nun Ausländer sind oder wer auch immer, sind wir uns plötzlich wieder einig, nicht? Also die Möglichkeit, sich einig zu sein in der verspäteten Nation Deutschland, war wohl sehr schwierig, und die Notwendigkeit, Feindbilder zu finden. Und dann natürlich, dass den Selbsthass, wie gesagt, auf andere zu verschieben und zu projizieren, das steigerte sich in einem Ausmaße, das dann wiederum schon kaum psychologisch erklärbar ist. Aber Frau Mitschert, ich möchte da doch widersprechen. Sie sprechen jetzt nicht von Hitler, sondern Sie haben eben von den Deutschen gesprochen. Und wir wissen eigentlich aus den Ergebnissen der Wissenschaft, dass der Antisemitismus in Deutschland vergleichsweise damals eher weniger verbreitet war als in anderen Ländern. Und wir wissen auch, dass in der nationalsozialistischen Propaganda in jenen Jahren, wo Hitler seinen Massenaufstieg gemacht hat, nämlich 1929 bis 1932, der Judenhass praktisch überhaupt gar keine Rolle gespielt hat. In Anfang der 20er Jahren hat der Judenhass eine ganz zentrale Rolle gespielt. Wenn es ab 1929 nicht so war, dann lag es natürlich nicht daran, dass Hitler seine Meinung dazu geändert hätte. Die blieb konstant über sein ganzes Leben, sondern weil er erkannt hatte, dass man mit der Aktivierung von antisemitischen Ressentiments nur eine kleine Minderheit in Deutschland ansprechen konnte, aber nicht eben die Millionen, die ihm dann in den Jahren 29 bis 32 gefolgt sind. Deswegen sind diese Theorien, die Sie da sagen, die ja auch insgesamt verbreitet sind, psychologisch vielleicht einleuchtend, aber auch wieder haben sie den Nachteil, dass sie mit den Tatsachen einfach nicht übereinstimmen. Das weiß ich nicht, denn ob es nun die Juden waren, die dann das Feindbild wurden, aber das Bedürfnis nach einem Feindbild muss doch sehr groß gewesen sein. Sonst hätte man, ich meine, Hitler hat viele Reden gehalten, das war vollkommen klar, dass er, wer auch immer es war, hochstilisierte zu irgendetwas Deutschland Vernichtendes, ob es nun Versailles war, das Deutschland vernichtet hatte, ob es die Juden waren, ob es die Franzosen waren, ob es nun Deutschland war, das endlich wieder groß werden sollte. Aber damit Deutschland wieder groß werden sollte, brauchten offenbar nicht nur Hitler, sondern das kam bei vielen an, brauchten sie ein Feindbild. Ich habe hier ein weiteres Fax von Frau Renz aus Speyer. Da steht, Sie haben in Ihrer Serie behauptet, es geht an uns, Hitler habe den Zweiten Weltkrieg nach der Niederlage von Moskau vor allem weitergeführt, um den Judenmord vollenden zu können. Sie, Frau Renz, glaubt das nicht. Ich gebe diese Frage weiter an einen der Historiker, die wir konsultiert haben, Herr Hillebrand. Was ist Ihre Position dazu? Ja, dass mit voranschreitender Zeit im Weltkrieg die Judenfrage immer wichtiger wurde, gleichsam dasjenige Kriegsziel gewesen ist, das in den Kern gerückt ist, das kann man nach der Forschung feststellen. Natürlich hat es daneben andere Kriegsziele gegeben. Er hat an seinen Weltmachtträumen weiter festgehalten, an der Lebensraumvorstellung. Aber je beengter, je zurückgedrängter, je defensiver die gesamte Position wurde, konzentrierte sich dann alles auf die Verwirklichung dieses rassistischen Ziels. Das ist schon so richtig. Wir wollen mal sehen, ob die Bevölkerung in unserer Umfrage ihre Ansicht teilt. Wir fragten nach Hitlers wichtigstem Ziel im Zweiten Weltkrieg. Die Ermordung der europäischen Juden nannten 5% der Befragten als Hauptziel. Stalin zuvorzukommen meinte nur 1%, also die These vom Präventivkrieg gegen die Sowjetunion spuckt nicht mehr in den Köpfen. 60% hingegen meinen, Hitler habe im Sinn gehabt, Deutschland zur Weltmacht zu erheben. 17% unterstellen ihm persönliche Gelüste und 13% sind der Ansicht, Lebensraum im Osten sei das wichtigste Ziel gewesen. Herr Jeckel, wenn wir über die wichtigsten Ziele Hitlers nach der Niederlage vor Moskau meinen und nur 5% sagen, die Ermordung der Juden sei es gewesen, was sagen Sie denn als Historiker dazu, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat? Ich denke, dass für Hitler die beiden Ziele ungefähr gleichrangig waren, obwohl ich weiß, dass man eine solche Aussage eigentlich nicht machen kann. Aber wenn man sein ganzes Lebenswerk betrachtet, dann ist es ihm übrigens fast
im gleichen Maße und im gleichen Schritte darum gegangen, Deutschland größer zu machen, als es je in der Geschichte gewesen war, und nach seiner Auffassung reiner, das heißt es von den Juden zu befreien. Und vielleicht kann man das gar nicht auf eine Stufe stellen, sondern es hängt miteinander zusammen. Herr Reich-Ranicki, irren sich die Deutschen, wenn sie meinen, nur zu 5% der Judenmord sei in der zweiten Hälfte des Krieges Hitlers wichtigstes Ziel gewesen? Ja, ich bin davon überzeugt, dass sie sich irren. Das ist bestimmt falsch. Der Judenmord war die Hauptidee Hitlers, gerade in der zweiten Hälfte des Zweiten Weltkrieges. Ich bin davon überzeugt, und es gibt ja genug Beweise, dass ihm das deutsche Volk und dessen Schicksal weniger wichtig war als das, was er die Ausrottung der Juden nannte. Dafür gibt es genug Beweise. Allein schon die Geschichte mit den Waggons, die dringend nötig waren, um deutsche Soldaten zu retten. Und man hätte noch vielen deutschen Soldaten das Leben ersparen können. Er hat ja nicht erlaubt, dass die Waggons der Endlösung wenigstens vorübergehend entzogen werden. Hitler war völlig von dem Gedanken der Ermordung der Juden beherrscht. Das war die zentrale Idee seines Programms. Richtig, hat Herr Zittelmann gesagt, aus rein taktisch-pragmatischen Gründen wurde dieser Komplex in den Jahren 29 bis 32 nicht betont, genauso wie später, 36, während der Olympischen Spiele, diese Frage nicht mehr akzentuiert wurde. Aber das war die eigentliche Passion Adolf Hitlers. Ich würde das unterstützen. Es war der Zweite Weltkrieg ein ganz spezifisches Ereignis, was um Raum und Rasse aus Hitlers Sicht geführt wurde und nicht um Revision und Hegemonie, wie man es aus der europäischen Geschichte kannte. Es war ein Waffen- und Rassenkrieg in einem, ein Krieg gleichsam für die Herrschaft der sogenannten germanischen Rasse, für die Vernichtung der jüdischen Rasse und für die Unterwerfung der slawischen Rasse. Das war das Spezifikum, was diesen Krieg von den anderen Kriegen der europäischen Geschichte unterscheidet. Wir haben vorhin gesagt, Herr Jeckel, Hitler, das Zentrum vieler, nicht aller, aber vieler böser Emotionen, die sich in ihm zuspitzen. Kann man denn daraus folgern, und ich greife das auf, was Herr Zittelmann eingeworfen hat, ohne Hitler keinen Holocaust, ohne Hitler keinen Zweiten Weltkrieg? Ja, wahrscheinlich ja. Der Handlungsspielraum von Hitler war ganz wesentlich größer als der von normalen Herrschern in der Geschichte. Das kann ich jetzt hier in der Kürze nicht begründen. Sowas passiert gelegentlich. Man kann das an den einzelnen Entscheidungen Hitlers eigentlich ziemlich verdeutlichen. Der Angriff auf die Sowjetunion war durch keinerlei Zwangslage eigentlich gegeben. Das war ein freier Entschluss Hitlers. Sogar seine Berater haben ihn davor gewarnt und haben gesagt, wir haben nur noch einen Gegner in diesem Kriege. Das war damals Britannien.